Leute, wir sind jetzt von wunderschönen South Beach in Miami in einen nahegelegenen Park gefahren. Ein bisschen noch zum Schluss Ruhe genießen und die Kinder freuen sich, da sind wahnsinnig viele Fische und das hier. Hier kann man auch wirklich super so Tauchgänge machen, weil da kann man wirklich super schöne große Fische beobachten. Überall auf jedem Meer schwimmen hier große Fische und es ist wirklich schön. Du kannst dir entweder so ein Kajakboot ausleihen oder fährst du halt mit so einem großen Boot, aber da schauen wir uns vielleicht morgen oder übermorgen ein bisschen näher an. Was ich eigentlich heute noch sagen wollte, ist folgendes, das wundert mich hier immer, auf jedem Meer hast du Grillstationen, ein Wahnsinn hier. Schau gut aus. Wollte ich dir eigentlich noch sagen, was uns passiert ist, wie wir angekommen sind in diesem Hotel in Miami. Anna hat eingecheckt, ich habe im Auto gewartet mit den Kindern, dann kommen sie ins Auto, gehen wir ca. 200 Meter ins Zimmer und am nächsten Tag in der Früh stehen wir auf und sucht die Anna nach Geldbörse. Ja, haben alles durchgesucht, Auto, Koffer, alles mehr, wir haben es nirgendwo gefunden. Wir haben gedacht, irgendwo muss es sein, tun wir die Karte noch nicht sperren. Was blöd war, das war ihre Kreditkarte, meine Kreditkarte, mein Führerschein, ihr Führerschein. Und ja, halt noch irgendwie, und ich glaube ca. $200 war nicht so viel drinnen. Und ja, da haben wir gewusst, okay, am nächsten Tag haben wir auch nicht gefunden, haben wir uns am nächsten Tag sperren lassen, weil wir dann über eine App herausgefunden haben, dass schon jemand brav eingekauft hat mit unserer Kreditkarte. Aber Gott sei Dank hat er wenigstens eingekauft in Toys R Us oder so, halt für die Kinder. Und dann haben wir gesehen, er hat getan, immer so kleinere Beträge. Bei McDonald's, klar, mehrmals bei Mackey gewesen. Ich glaube, so um die $300 hat er noch eingekauft, bevor wir die Karte rechtzeitig sperren lassen haben. Und ja, das ist dann ziemlich blöd gewesen. Gott sei Dank habe ich noch eine Kreditkarte in meine Geldbörse gehabt. Und so kann uns halt gehen. Wir haben uns wirklich gedacht, das kann nicht sein, wir werden die Geldbörse sicher irgendwo finden. Deswegen haben wir es nicht gleich sperren lassen. Aber kann ich nur empfehlen, wenn dir sowas passiert, gleich sperren lassen, weil manche Leute sind ganz schnell. Und was da blöd ist in Amerika, hier egal ob du in Walmart bist, ob du in Whole Foods bist oder egal in welchem Geschäft, da fragt keiner nach Ausweis, nach Unterschrift oder nach sonst irgendwelchen Daten von dir. Du gehst einfach hin und bezahlst. Es ist schon sogar passiert, dass die Anna mit meiner Kreditkarte bezahlt hat im Hotel, weil die gleiche ausschauen, nur halt andere Name. Und keiner hat gefragt, ja, das ist ja nicht ihre, da steht ihre Name und nicht von, oder Name von ihrem Gatten oder so, das fragt keiner nach und das ist ein bisschen blöd. In Mittelamerika war das nicht so. Da hast du überall deinen Führerschein oder Pass oder was nachweisen müssen oder unterschreiben oder wie auch immer. Hier in Amerika überhaupt nicht. Deswegen musst du, wenn dir sowas passiert, sofort die Karte sperren. Und ja, wir bleiben noch, das wollte ich eigentlich noch loswerden, wir bleiben noch ein bisschen hier und genießen wir die Natur und dann gehen wir weiter. Ich muss sagen, South Beach hat uns wahnsinnig gefallen, war wahnsinnig, wahnsinnig schön. Die Kinder haben viel Spaß gehabt, obwohl das so große Wellen haben, aber ist wahrscheinlich deswegen. Die sind diese großen Wellen schon gewohnt von Panama oder Costa Rica. Und ja, leider war das nicht so. Wir haben uns eigentlich Bilder angeschaut, wo das Meer so richtig schön klar ist und ruhiges Wasser. Das war gestern nicht, da war sogar die rote Flagge, aber Meer war trotzdem klar, nur halt riesige Wellen und man dürfte auch nicht so weit gehen. Aber deswegen, trotzdem muss ich sagen, dieser Tag war einfach fantastisch. Wir waren alle happy und ja, jetzt nutzen wir noch diese paar Tage hier in Miami auch für weitere Ausflüge. Was ist, André? Ist das Schlange? Nein. Was, ein Krokodil? Oh, ich liebe die Natur. Ich hätte mal wieder Lust auf Bergen klettern. Auf Bergen klettern? Ja. So wie in Joshua Tree? Oder in Grand Canyon, oder? Ja. Ich eigentlich auch, weil da hat man diese Ruhe, oder? Ja. Und es macht wirklich Spaß. Aber in Joshua war auch super auf diesen großen Steinen. Könnte man hingehen, wo man will. Genau, ja. Ja, machen wir noch. Und ja, das können wir auch in Europa machen, Mäuschen. Müssen wir nicht unbedingt in Amerika. Mit dem fahren wir hin. Mit diesem Auto fahren wir hin? Okay. Danke.
Genau, Leute, hier sind wir ein paar hundert Meter weiter gefahren. Schaut, das ist auch noch in den Nationalpark drin. So ein wunderschöner See mit so ganz seichten Wasser. So sauber, Sand überall, wirklich Wahnsinn. Und vor allem am besten ist nicht so wie Miami Beach, überfüllt mit Leuten. Schaut dir das an. Fast keine Menschen, da wirklich schön. Wow, und genau sowas liebe ich wirklich. Und nicht nur ich. Da muss ich euch noch was zeigen. Da siehst du diese See, wo man baden kann. 20 Meter weiter. Da gibt es jede Menge Krokodilen. Super, ne? Da hast du die Sicherheit, dass die sicher die 20 Meter nicht drüber kommen. Dann schwimmst du mit Krokodilen. Das sind wirklich traumhafte Bedingungen, die Krokodilen hier und die Vögel und viele andere Tiere. Es ist wirklich so schön. Vorher haben wir so eine Waschbär-Familie beobachtet, wirklich Wahnsinn. Thank you.